Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen. Herzlich willkommen zu einer neuen Mystery-Folge auf meinem Channel. Es soll in dieser Folge mal wieder um das Thema UFO-Entführungen gehen, beziehungsweise Entführungen in ein UFO. Und zwar geht es darum, wenn man sich die einschlägige Literatur zum Thema Entführungen durch außerirdische UFO-Entführungen und sowas durchliest, dann kommen immer wieder Zeugenaussagen, beziehungsweise Aussagen jener Menschen, die von diesem Phänomen betroffen sind oder betroffen sein sollen, kommen immer wieder zutage, in denen berichtet wird, dass diese berühmten kleinen Grauen, die kennt ihr alle, ich blende hier mein Bild ein, nicht alleine agieren. Es kommt auch vor, dass jene Betroffenen berichten, dass bei diesen UFO-Entführungen auch ganz normale Menschen anwesend sind. Sie werden oft als Ärzte bezeichnet, teilweise sogar ganz klassisch, wie wir es kennen, mit einem weißen Arztkittel. Aber auf diese Ärzte möchte ich jetzt nicht genau eingehen, sondern auf einen anderen Aspekt dieser UFO-Entführungsberichte. Und zwar habe ich im Laufe der Jahre immer wieder Berichte gelesen, dass während dieser Entführung Menschen angewiesen sein sollen, die eine Art Uniform trugen. Wenn jetzt die Men in Black dabei gewesen wären, wäre es ja okay, aber es sollen quasi Militärangehörige bei diesen vermeintlichen UFO-Entführungen gesehen worden sein. Sie sollen sogar innerhalb dieses UFOs oder dieser Anderswelt, wie wir es deuten möchten, gesehen worden sein, anwesend gewesen sein. Und teilweise gibt es auch Berichte, dass diese nicht nur Uniform trugen, sondern auch irgendwelche Abzeichen, Orden, Militärzugehörigkeitszeichen und sogar bewaffnet gewesen sein sollen. Also quasi eine Pistole am Gürtel oder ein Gewehr auf der Schulter. Und da frage ich mich, wenn man solche Berichte liest, in den vergangenen 20 Jahren habe ich sowas öfter mal gelesen, wie nah liegt da der Gedanke, es gibt ja diese Verschwörungstheorie eben, dass die USA mit den vermeintlichen Außerirdischen gemeinsame Sache macht? Wir alle wissen ja aus Zeiten des Kalten Krieges, dass die USA, aber auch eben der Ostblock, die EU, die SSR, die Sowjetunion, geheime Experimente an ihren eigenen Militärangehörigen durchführten oder auch an der eigenen Bevölkerung. Also ich denke da an Experimente mit LSD und anderen Drogen. Und da gibt es na eben die Idee, die Theorie, die Spekulation, dass die USA mit den Aliens gemeinsame Sache macht. Oder aber es gibt auch die These, dass diese ganzen UFO-Entführungen Deckerinnerungen sind irgendwelcher geheimen, mächtigen Organisationen, natürlich allen voran wieder die Vereinigten Staaten. Und diese Deckerinnerungen sollen den Menschen die Wahrheit darüber verbergen, dass eben die USA ganz ohne Aliens irgendwelche geheimen Experimente an ihrer Bevölkerung durchführt und an der Bevölkerung des ganzen Planeten Erde. Denn das Thema UFO-Entführungen ist natürlich nicht auf die USA beschränkt oder auf Südamerika, sondern weltweit gibt es solche Berichte. Das ist irgendwie alles ein seltsamer Widerspruch. Warum sollte die USA irgendwelche Deckerinnerungen infizieren bei ihren Versuchskaninchen, um damit also damit auf Aliens hinzuweisen, auf vermeintliche Aliens. Warum sollte die USA auch mit Außerirdischen gemeinsame Sachen machen? Und natürlich, warum sollten Außerirdische überhaupt auf unseren Planeten kommen, Milliarden von Lichtjahren weit durchs All reisen, um hier ahnungslose Menschen zu entführen? Damit macht euch mal Gedanken darüber, über dieses Thema. Was sollen die Berichte von uniformierten Menschen und auch diesen Ärzten im Zusammenhang mit diesen Grays, mit den kleinen Grauen bei UFO-Entführungen? Wo könnte da ein Zusammenhang bestehen? Postet mir unten mal eure Kommentare und Meinungen. Gebt mir ein Like, wenn ihr es mögt. Abonniert mich, wie ihr es möchtet. Damit verabschiede ich mich, liebe Freundinnen und Freunde. Bis zur nächsten Folge. Tschüss!